So, hallo, mein Name ist Klaus Fröhlich und im Folgenden wollen wir euch erklären, wie ein Narkosearbeitsplatz aussieht und was in einer Narkoseeinleitung vor der OP so vor sich geht. Hier zu meiner Rechten haben wir ein prima Atembeatmungsgerät stehen von einer aktuell in Covid-Zeiten nachgefragten deutschen Firma. Und das will ich euch im Folgenden kurz erklären. Dieses Atemgerät könnt ihr euch einfach als einen Kreis vorstellen und am einen Ende dieses Kreises hängt der Patient. Da haben wir aktuell eine Maske und einen Filter dran und von diesem gehen dann zwei Schläuche weg über ein Y-Stück mit dem Beatmungsgerät verbunden. Was brauchen wir für die Narkose? Wir brauchen für die Narkose einmal natürlich Sauerstoff, weil ohne Sauerstoff können wir nicht leben. Da gibt es am Gerät Anschlüsse hinten, die an die zentrale Sauerstoffversorgung angeschlossen sind. Dann können wir beimischen Raumluft und in manchen Fällen wird auch noch Lachgas beigemischt. Wir wollen aber natürlich, dass der Patient schläft, deswegen brauchen wir noch ein Narkosegas und hier gibt es zwei Aufhängungen. In dem Fall haben wir jetzt hier einen Vapor mit Isofluoran, hätten noch die Möglichkeit, einen zweiten Vapor einzuhängen, zum Beispiel mit Sebo oder Desfluoran. Gut, zu dem Störenfried kommen wir gleich, der wollte nur zwischen reingrätschen. Auf unserem Bildschirm können wir dieses Kreisteil quasi ansteuern. Und hier haben wir die Möglichkeit, einmal die Sauerstoffkonzentration einzustellen. Aktuell ist es 100%, so wie wir das bei einer Narkoseeinleitung wollen. Wenn dann der Patient intubiert ist, reduzieren wir das natürlich eher Richtung gesunde Sauerstoffkonzentration oder so viel, wie der Patient braucht, wenn er unter Umständen schwer krank ist. Die Narkosegase steuern wir über den Vapor, da kann man aufdrehen und kann dann eine inspiratorische Sauerstoffkonzentration steuern. Eine inspiratorische Gaskonzentration, Entschuldigung. Gut, dann hat es das Gerät verschiedene Beatmungsmodi. Da gibt es ganz einfach gesagt einen volumenkontrollierten Modus und einen druckkontrollierten Modus, die alle so ihre speziellen Eigenheiten haben und der Physiologie der Lunge unterschiedlich gerecht werden. Was gehört noch zum Beatmungsgerät bzw. zum Kreis? Das ist hier unten der Atemkalk, denn der Patient atmet CO2 ab. Und das wollen wir aus dem Kreisteil entfernen. Und dazu dient der Atemkalk. Das nächste exotherme Reaktion, der wird im Laufe einer langen OP warm und es schlägt sich auch etwas Wasser ab, weil das CO2 mit dem Atemkalk zu Wasser und Gips reagiert. Gut, jetzt meldet er sich, dann wollen wir dem endlich mal gerecht werden hier. Das ist unser Monitor, an dem wir die Vitalparameter des Patienten sehen können, so der Patient angeschlossen ist, wie das erfolgt, das demonstrieren wir euch gleich. Hier haben wir oben in grün die Herzfrequenz, dann drunter in hellblau die Sauerstoffsättigung, dann wird über die EKG-Elektroden kann man auch letztendlich die Thoraxmuskulatur myografisch darstellen und haben Surrogat, das ist die Atemfrequenz. Und dann haben wir hier noch die Blutdruckanzeige. In dem Fall ist es ein nicht-invasiver Blutdruck, der über eine bekannte Blutdruckmanschette gemessen wird. Gut, dann wollen wir unsere Patientin mal verkabeln, damit wir das Ganze auch mit Zahlen untermauern können. Jetzt verkabeln wir unsere Patientin. Die Kollegin hat schon EKG-Kleberchen geklebt. Da brauchen wir drei Stück, um ein einfaches EKG abzuleiten. Damit ihr euch nicht wundert, wir stehen hier quasi in normalen Krankenhausklamotten, weil wir in einem septischen OP arbeiten. Es wäre schwierig gewesen, ein Kamerateam in einen sterilen OP-Bereich mit einzuschleusen. Da tun wir uns im Außenbereich leichter. In dem Fall sind wir in der Urologie zugange. Gut, hier haben wir jetzt ein einfaches EKG angeschlossen und sehen schon unsere Zacken und mittlerweile hat er auch die Herzfrequenz erfasst. Die ist 90, offensichtlich ist unsere Patientin vor der OP ein bisschen aufgeregt und die Herzfrequenz ist etwas höher als normal. Dann brauchen wir noch die Sauerstoffsättigung. Da haben wir einen Clip, da leuchtet ein rotes Licht drin,
Denn die roten Blutkörperchen, die transportieren den Sauerstoff und je nachdem, wie viel rotes Licht von den Blutkörperchen absorbiert wird, erkennt der Sensor und errechnet uns daraus eine Sauerstoffsättigung. Die ist bei unserer Patientin aktuell 94% und ist damit im Normbereich. Die Atemfrequenz hat sich unser Gerät mittlerweile auch errechnet. Die ist 16, auch das ist in der Norm. Und mittlerweile ist eine Blutdruckmanschette angelegt und wir wollen einmal messen. Nicht erschrecken, beim ersten Mal pumpt die Manschette etwas stärker auf. Gut, dann geht's, wenn der Patient verkabelt ist, geht's Richtung Narkoseeinleitung. Dazu demonstrieren wir euch zunächst mal, wie ein Narkosewagen aussieht. Hier zeigen wir euch einen jetzt etwas vereinfachten Narkosewagen, aber die wichtigsten Sachen sind drauf. Was brauchen wir für die Narkoseeinleitung? Wir brauchen einmal die Medikamente. Die haben wir hier vorbereitet. In dem Fall sind es beschriftete Spritzen. Da haben wir einmal unser Hypnotikum, in dem Fall 1%iges Propofol. Wir haben unser Opiat, in dem Fall ist es Fentanyl mit einer Dosierung von 0,05 Milligramm pro Milliliter. Und wir brauchen ein Muskelrelaxans. In dem Fall ist es Cisatracurium in der Dosierung 2 Milligramm pro Milliliter. Dann haben wir, um den Patienten mit diesem Medikament auch versorgen zu können, venöse Zugänge. Die liegen hier in der Regel in den Standardgrößen, die man braucht, um diesen Zugang etablieren zu können. Das Ganze wird dann verklebt, deswegen liegen hier Pflaster. Und wenn wir den Patienten damit dann Richtung Schlaf schicken können, dann wird es ja langsam anästhesiologisch interessant und wir wollen den Patienten intubieren. Vor der Intubation kann eine Überraschung drohen, nämlich dass Mageninhalt zurückfließt, die Speiseröhre entlang und auf einmal uns im Mund entgegenkommt. Deswegen brauchen wir unbedingt Absaugmöglichkeiten. Da gibt es in den normalen Narkoseeinleitungen und der Patient kommt nüchtern zur OP, reichen dünne Absaugschläuche. Im Fall aber von einem Schwerverletzten oder einer Not-OP und der Patient nicht nüchtern ist, brauchen wir auch dickere Pumpen, also Pumpen mit einem dickeren Schlauch, weil nicht immer die Nahrung gut durchgekaut wird und wir natürlich nicht wollen, dass ein dünner Katheter dann verstopft. Nach den Medikamenten wird es anästhesiologisch interessant und wir wollen den Patienten intubieren. Wenn der Patient schläft, wird erstmal zwischenbeatmet. In der Regel geht es ohne irgendwelche Hilfsmittel, aber manchmal fällt vielleicht die Zunge hinten an den Rachen und wir müssen gucken, dass die Zunge vom Rachen wegkommt, um den Patienten über eine Maske bebeuteln zu können. Das zeigen wir euch später noch. Die Hilfsmittel dazu sind hier mal dargestellt in zwei unterschiedlichen Größen. Das ist ein sogenannter Güdeltubus. Ja, das ist ein im Rachenraum entsprechend geformter Plastikschlauch, der innen hohl ist. Und wenn der die Zunge von der Rachenhinterwand weghält, dann kann man da die Luft dran vorbeipusten Richtung Lunge. Gut, wenn der Patient dann richtig tief schläft und das Relaxans vollständig wirkt, dann intubieren wir den Patienten. Und dazu haben wir ein Laryngoskop mit einem Metallspatel. Wenn es ausgeklappt ist, leuchtet vorne ein Licht, damit wir eine gute Sicht auf die Stimmritze haben. Wir heben den Zungengrund und den Unterkiefer an und dann können wir unter Sicht einen Beatmungsschlauch platzieren. Wenn der tief genug platziert ist, dafür haben wir eine Markierung, diesen schwarzen Ring hier, der muss an der Stimmritze vorbei platziert werden, gerade vorbei platziert werden. Und dann wird in der Luftröhre hier dieser Ballon, der nennt sich Kaff, geblockt. Ich demonstriere das einmal jetzt hier draußen über eine Spritze, wird einfach Luft eingebracht und dann bläst sich dieser Ballon auf und dichtet die Luftröhre ab, sodass kein Blut oder kein Speichel mehr oder keine anderen Flüssigkeiten mehr Richtung Lunge fließen können. Damit wäre der Atemweg gesichert. So, bevor wir wirklich loslegen, geht es immer darum, nochmal Sicherheit für den Patienten und für uns zu schaffen. Das heißt, es geht schon mal darum, haben wir den richtigen Patienten und die richtige OP. Das heißt, wir fragen den Patienten, wer er ist und was operiert wird, einfach um da nochmal zusätzliche Sicherheit zu schaffen, dass es nicht zu Verwechslungen kommt. Dann ist es ganz wichtig, den Patienten zu fragen, ob er Allergien hat. Ja, auch das wurde bei einer Narkoseaufklärung schon mal abgefragt, aber auch das nochmal zur Sicherheit, um dann
Substanzen zu vermeiden, die Allergien auslösen. Dann fragen wir, ist der Patient nüchtern, ja oder nein? Da kommen wir dann gleich im Rahmen der Narkoseeinleitung drauf. Und dann gucken wir auch immer noch mal nach dem Zahnstatus, fragen, ob die Zähne alle fest sind, lassen den Patienten einmal den Mund aufmachen, einmal den Mund weit aufmachen, bitte, um schon mal einen Überblick zu haben. Ja, manche Leute haben vielleicht vergessen, dass sie eine Prothese tragen und dann kann man die vorher ausnehmen. Wir sehen aber auch schon, was erwartet uns, ist der Kiefer eher klein. Wie sieht der Rachen aus? Müssen wir vielleicht mit Intubationsproblemen rechnen? Gut, wir nehmen dann auch immer noch mal, das haben wir jetzt keins fürs Video zur Verfügung, wir nehmen noch immer das Narkoseprotokoll her und gehen da natürlich auch noch mal drüber, was hat der Kollege, der Prämedizierende zu den Organsystemen aufgeschrieben, gibt es Vorerkrankungen, die anästhesierelevant sind. Gut, wenn das alles abgefragt ist, dann legen wir langsam los. Die Anästhesie-Schwester. Genau. Dann kommt die Anästhesie-Pflege. Und hat schon die Infusion angeschlossen an den Zugang. Gut. Und dann erklären wir dem Patienten auch, was wir tun. Ich setze ihm jetzt eine Maske auf, da kommt reiner Sauerstoff raus, können Sie ganz normal weiteratmen. Das nennt sich Präoxygenierung. In der Lunge haben wir normalerweise keine Sauerstoffkonzentration von 21%, so wie in der Raumluft, sondern eher von 16%. Wir erhöhen die jetzt über eine 100%ige Sauerstoffgabe und schaffen dadurch eine Sicherheit für die Einleitungssituation, indem wir uns einige Minuten erkaufen, die der Patient nicht beatmet sein muss, um ihn intubieren zu können. Dazu setzen wir die Maske in der Regel dicht auf und wenn diese 2-3 Minuten verstrichen sind, dann können wir auch die Medikamente geben. Wir fangen an mit dem Opiat, denn wir wollen ja als allererstes dafür sorgen, dass der Patient schmerzfrei ist. Wir lassen Sie jetzt langsam einschlafen, suchen Sie sich einen schönen Traum raus, wir passen so lange gut auf Sie auf. Und dann können wir dem Patienten beim Einschlafen zugucken, das wird sehr schnell. In der Regel beobachten wir dann auch, dass die Patienten mit dem Propofol-Effekt, mit dem Hypnotikum dann einschlafen. Und wenn sie gut eingeschlafen sind, dann wollen wir das natürlich überprüfen und das machen wir über den Lidreflex. Dazu berühren wir einfach mit dem Zeigefinger die Augenlider und dann sehen wir, dass die Patienten anfangen zu blinzeln. Dann wissen wir, das Propofol ist noch nicht in der Wirkung vollständig angekommen oder wir müssen vielleicht noch aufdosieren, wenn der Lidreflex ausgefallen ist. Dann fangen wir vorsichtig an, den Patienten zu beatmen, immer mit dem Hinterkopf, dass der Patient vielleicht doch ein bisschen was mitbekommt. Wir halten unsere Maske dicht, sagen nicht erschrecken, ich helfe Ihnen mal ein bisschen atmen. Dazu nehmen wir uns unseren Beatmungsbeutel, stellen das Ventil auf entsprechende Werte ein und dann helfen wir ganz vorsichtig und assistieren bzw. beatmen den Patienten. Und wenn das gut geht, dann relaxieren wir. Wenn es nicht gut geht, machen wir die Ursachensuche. In der Regel ist eine große Zunge oder vielleicht auch einfach eine gut entspannte Zunge an die Rachenhinterwand gefallen und da bekommt man keine Luft vorbei. Das sind anatomisch geformte Tuben, wie vorhin vorgestellt. Die werden entsprechend platziert. Man fährt komischerweise auf den Kopf gedreht, den Güdeltubus am Gaumen entlang und wenn man hinten im Rachenbereich ist, dreht man den Güdeltubus dann in die richtige Position. Wenn er positioniert ist, am wachen Patienten kann man das natürlich nicht demonstrieren, dann setzt man wieder die Maske auf und in der Regel geht die Beatmung, die manuelle Beutelbeatmung dann sehr gut. Unser Patient schläft jetzt und jetzt geht es Richtung Intubation. Wir bebeuteln ihn nach wie vor intermittierend mit einer Atemfrequenz, die der normalen Atemfrequenz entspricht. Das ist so 12 bis 16 Mal pro Minute. Der Patient ist genügend relaxiert. Und dann gucke ich in den Mund hinein. Ich nehme mir mein Laryngoskop, öffne den Mund. Das Ganze machen wir zahnschonend. Wir wollen die Zähne nicht berühren. Wir wollen auch nicht hebeln und die Zähne in irgendeiner Form verletzen. So, dann habe ich mir den Larynx, also den Kehlkopf und die Stimmritze entsprechend eingestellt und sage dann, ich
bin bereit und bin bereit zum Intubieren. Dann führe ich diesen Tubus ein bis zur richtigen Tiefe, sage blocken. Dann wird dieser Tubus geblockt, der Kaff, den wir euch vorhin vorgestellt haben. Und dann sage ich noch an, auf welcher Höhe dieser Tubus fixiert werden muss. Jetzt liegt er bei 21 cm von der oberen Zahnreihe weg. So wird er dann später fixiert. Man macht aber immer noch eine Kontrolle, ob der Tubus auch richtig liegt. In der Regel ist der Patient bereits aufgedeckt. Patient wird mit dem Beatmungsgerät konnektiert und ich appliziere Beatmungshübe und der Kollege von der Pflege oder der Anästhesist selbst hört auf die Lunge. Nach der Intubation wird der Tubus mit dem Gerät konnektiert. Ich appliziere Beatmungshübe und der Kollege von der Pflege hört, ob beide Lungen belüftet sind. Denn es besteht ein kleines Risiko, wenn man zu tief intubiert. In der Regel landet der Tubus dann in der rechten Lunge, da würde man links keine Atemgeräusche hören. In dem Fall sind beide Lungen belüftet, kriege ich signalisiert und dann wird der Tubus noch gesichert mit entsprechenden Bändchen und dann wird in der Regel in den OP gefahren, dort geht es dann weiter.